Ich möchte euch heute meine Jahresfavoriten abdrehen. Ich habe bereits schon ein Food-Favoriten-Video abgedreht und möchte jetzt noch meine Lifestyle- und Beauty-Produkte abdrehen. Und dachte mir, das wäre auch nochmal ganz schön für die andere Kategorie von Zuschauern, die eben eher auf Beauty-Sachen stehen. So, um das jetzt mal so zu beenden, kommen wir jetzt mal zu den Beauty- und Pflegeprodukten, weil ich glaube, das interessiert euch sowieso am meisten. Und da würde ich jetzt anfangen mit den Lidschatten, die ich gemocht habe, denn das sind nicht gar nicht mal so viele. Es war auf jeden Fall einmal meine Naked 2 Urban Decay Basic Palette, die mein Freund mir geschenkt hat zum Geburtstag oder zu Weihnachten, ich weiß es gar nicht mehr. Aber war geliebt oder ist geliebt, weil sie sind einfach neutral, die Farben. Ich kann sie zu allem tragen und ich mache eigentlich immer gar nicht so viel mit Lidschatten im Alltag und deswegen hat die auch schon ganz schöne Kugeln drin. Und ist definitiv eigentlich fast täglich im Gebrauch, selbst wenn nur eine Farbe da drin wäre, die ich benutzen würde. Dann auch stellvertretend für viele rosa schimmernde Lidschatten ist der Essence Eyeshadow in der Farbe 20 Rosy Happiness. Super schöne Farbe. Ich kann euch unten mal mein Video dazu verlinken, wo ich die Essence Neuheiten präsentiert habe, die ich zugeschickt bekommen habe. Da ist der auch mit bei. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr schön. Und er ist so leicht schimmig, er hat keine Glitzerpartikel drin und das finde ich halt sehr, sehr gut. Aber trotzdem öffnet es das Auge schön und man hat ein frisches Augenlid sozusagen. Dann mache ich weiter mit dem Gesicht. Wenn wir schon bei den Augen waren, möchte ich auch da gleich weitermachen. Ich habe versucht, und da bin ich ganz, ganz ehrlich, kaum LEs zu benutzen, aber es ging nicht ganz. Also ich musste euch ja sagen, was ich im Jahr 2015 gerne benutzt habe und da ist definitiv die Cinderella LE drin, und zwar der Highlighter in der Farbe 010, The Glass Slipper. Wunderschöner Highlighter, wirklich sehr, 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 sehr schön. Die Rosen sind schon fast nicht mehr zu sehen, da war eine Rosenprägung drauf, die sieht man kaum noch. Er ist rosastichig, hat keine keine Glitzerpartikel drin, schimmert nur ganz leicht. Dann von P2 der Glow Touch Compact Powder Blush. Unheimlich schöne Farbe, das ist in der Farbe 040, Touch of Rose. Übrigens mein allererster, der ein Hittepen hat, weil ich ihn einfach jeden Tag drauf habe. Es ist die perfekte Blushfarbe für mich. Ich trage sie auch heute wieder. Ich finde die wirklich sehr, sehr schön. Und ich habe auch die anderen noch aus der Reihe, aber das hier ist mein allerliebster. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das Gerücht gehört zu haben, dass der aus dem Sortiment gegangen ist oder sie eine neue Verpackung bekommen. Ich muss jetzt auf jeden Fall mal bei DM gucken, dass ich davon mir definitiv nochmal einen Backup hole, weil das ist ein Produkt, was ich wirklich fast jeden Tag drauf habe. Ich habe viele Blushes, aber das ist mein absoluter Liebling. Dann erneut die Cinderella LE, und zwar ist das hier der Blush in der Farbe 01 So This Is Love. Ich glaube, das haben mehrere YouTuber schon in die Kamera gehalten. Ist ein wunderschönes Blush. Rosa stichig, hat keinen Schimmer drin, keinen Glanz, gar nichts. Das ist wirklich ein matter Ton in einem schönen, ja, ich bin von der Kälte geküsst. Dann auch noch zwei Produkte, und zwar einmal mein Make-up-Eye, und zwar ist das von Real Techniques mit der abgeschrägten Variante, also dass da eben mit der arbeite ich auch die meiste Zeit, also ich datsche mir das dann hier so drauf und kann damit am besten arbeiten. Das benutze ich so gut wie gar nicht, außer wenn ich mal starken Concealer auftrage und den verblenden möchte, dann nehme ich das mit unter die Augen und das halt für das gesamte Make-up. Dann machen wir doch mal weiter mit den Lippenprodukten. Und hier habe ich relativ viele. Und wir fangen einfach mal an mit einem Rivaldo Loop Jumbo Lipstick. Das ist so ein lila-braun-rosé-Touch. Farben, also eine schwer beschreibbare Farbe. Das ist die Farbe 02 Nude Shine. Es ist nicht wirklich eine Nude, finde ich. Also ich finde schon, dass es ein bisschen mehr Farbe abgibt als einen Nude-Stift. Er ist aber wirklich sehr schön und sehr einfach im Auftrag, pflegt super, super schön. Ist eigentlich immer in meiner Handtasche oder im Badezimmer, dass ich mir den als Pflege drauf mache und ready to go bin und einfach nur rausgehe, ohne jetzt großartig viel machen zu müssen mit meinen Lippen. Ist eine super, super schöne Farbe. Die Pflegereihe an sich oder Lippenreihe an sich von Rivaldo Loop finde ich wirklich gut und ich kriege auch immer wieder neue Farben rein. Dafür kommen andere wieder raus. Also unterschätzt Rivaldo Loop nicht. Ihr könnt da echt schöne Farben und schöne Produkte finden. Und es ist auch ein Stift, den man rausdrehen kann, wie die von Astor, die Stifte. Jetzt habe ich 4 Lip Liner und 3 davon sind von der Firma Trended Up von DM. Ich habe jetzt hier die Farbe 050,
080 und die 010. Das sind jetzt so Lip-Liner gewesen, die ich wirklich sehr, sehr oft genommen habe, seit es die gibt im DM. Und gerade hier, den hier, das sollte ja ein Dupe zu Velvet Teddy sein. Ist es anscheinend doch nicht, aber es kommt wohl sehr nah ran. Das sind auf jeden Fall drei Lippenprodukte, die ich unheimlich gesuchtet habe. Gerade jetzt zur Herbst-Winterzeit habe ich die dunklen Farben sehr, sehr, sehr gemocht. Und den hier einfach als Alltagsfarbe oder wenn ich eben den getragen habe und ich wollte, dass der etwas länger hält, weil von der Haltbarkeit ist er nicht so gut, habe ich den drunter gegeben und dann war das echt wirklich sehr, sehr schön, die Kombination. Und ich musste sie euch einfach zeigen, weil ich glaube, jeder Lip Liner von dort echt super gut ist. Und deswegen spricht es ja für sich, dass ich drei gleich zeige. Dann von P2, der Perfect Look Lip Liner. Der hat hier hinten einen Anspitzer dran, das wissen viele nicht. Und deswegen wollte ich es jetzt nochmal erwähnen. Hier ist es jetzt die Farbe, wo steht denn das hier? 150 Fuchsia. Den habe ich mir gekauft auf Empfehlung. Ich weiß nur nicht mehr, wer mir den empfohlen hat, um ehrlich zu sein. Ich finde den auch wirklich sehr, sehr schön, gerade zu dieser dunklen Lippenkombination, die jetzt gerade sehr, sehr, sehr gehypt war oder noch immer noch ist. Finde ich den sehr, sehr gut. Er hat eine super Haltbarkeit. Er ist nicht so trocken. Ich habe einen von Alverde, der ist sehr, sehr trocken, aber er bleibt auf den Lippen einfach hängen. Der hier ist da so ein bisschen cremiger, leichter in der Handhabung und hat eben diesen super Anspitzer dabei. Und deswegen kann ich euch die P2 Lip Liner auch nur empfehlen, also gerade die hier in dieser Dreiecksform. Dann ein Produkt, was wahrscheinlich mein All-Time-Favorite-Lippenprodukt bleiben wird, habe ich jetzt auch schon echt lange. Von Clinique, das Instant Light Natural Lip Perfector. Mega gutes Produkt. Ich meine, es gibt auch in der Drogerie diverse Dupes dazu von Catrice, Essence. Ich glaube, Essence hat auch schon so einen. Also es gibt wirklich genug eigentlich. Aber das ist tatsächlich der, zu dem ich immer greife, wenn ich möchte, dass meine Lippen gepflegt sind und eine Tiefenpflege kriegen, dann finde ich den wirklich, wirklich gut. Und er hat auch so eine schöne, natürliche Farbe, die er abgibt. Ja, mein All-Time-Favorite sieht auch schon echt so gut wie leer aus. Also es ist nur noch so viel drin. Und muss ich definitiv nachkaufen jetzt dann dieses Jahr, weil ich glaube, dieses Jahr wird es das nicht mehr überleben. Nun machen wir weiter mit den Nagelprodukten und hier greife ich jetzt einfach mal wahllos in meinen Schoß. Und zwar fangen wir an mit der Farbe, die ich gerade trage. Die habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Die steht jetzt auch nur stellvertretend für die Firma und zwar die Essie Nagellacke. Hier hole ich mir meistens nur noch die kleinen bzw. lasse sie mir schenken, weil ich finde, dass man die großen eigentlich gar nicht leer kriegt. Ich habe noch nicht einen einzigen Essie Nagellack leer bekommen, auch wenn ich ihn extrem gesuchtet habe. Doch, der Unterlack, den habe ich leer gekriegt, zugegebenermaßen, aber den mache ich ja bei jeder Lackierung drauf. Aber das ist auch eine super schöne Farbe. Ist ein eher gedecktes Rot, eher so ein bisschen rauchig und nicht so knallig wie die anderen Rottöne, die ich besitze. Ist die Farbe 391 Charlotte? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es nur mit Namen. Ich blende es natürlich wieder ein. Ja, ist eigentlich ziemlich gleich wie meine Wandfarbe hinten und finde ich wirklich super gut. Und Essie-Nagellacke halten einfach sehr, sehr gut. Ich bin ja umgeschwenkt jetzt und dazu kommen wir jetzt zu meinem neuen Favoriten und zwar zu Sally Hansen Nagellacken und hier jetzt die Miracle Gel Reihe. Ich finde die normale Reihe auch sehr, sehr gut. Habe ich auch zwei, drei Nagellacke da. Aber die Gel-Reihe besonders ist nochmal ein Ticken besser. Sie hält wirklich sehr, sehr lange. Ich habe keine Tippis vorne, wenn ich eben von der Tastatur, wenn ich drauf rumtippe oder so, gehen mir die nicht so ab wie jetzt hier zum Beispiel bei meinem Zeigefinger ist der Essie-Nagellack nach zwei Tagen schon so ein bisschen am Splittern. Ist alles noch im Rahmen. Ich meine, es ist nur ein Nagellack. Ich meine, dass das kein Gel ist, ist uns allen bewusst. Und bei diesen hier ist es echt, die halten mega gut. Sie geben auch irgendwie so ein bisschen Stabilität. Das Ganze wird ohne Lampe ausgehärtet, muss ich dazu sagen. Die ganze Reihe hat wirklich sehr, sehr schöne Farben. Was ich aber mache, um fair zu sein, ich kaufe nicht die Farben in der Gel-Reihe, sondern auch manchmal, wenn es eben die Farben nur in der normalen Sally Hansen-Reihe gibt, kaufe ich mir auch die normalen und gebe dann den Gel-Lack drüber. Ist auch vollkommen in Ordnung für mich, funktioniert auch super. Den benutze ich allgemein jetzt als Topcoat. Ich habe ja auch noch die von Essence, die Reihe. Die sind auch sehr, sehr gut, wenn ihr eher in den kleineren Budgets gucken möchtet. Dann guckt bei der Essence-Reihe. Die haben auch den Unter- und Überlack, die wirklich mega gut halten. Ich persönlich greife jetzt halt immer zu Sally Hansen, weil ich es da habe und auch gleich zwei Farben da habe. Also zweimal den Topcoat da habe und ich darauf schwöre, dass das funktioniert. Und ja, auf jeden Fall ein mega, mega Top-Produkt aus dem Jahre 2015.
Nun kommen wir zur Pflege und hier hatte ich im Jahre 2015 das erste Mal das Problem, dass meine Nägel vorne gesplittert sind. Und da habe ich mir den Nail Repair Microcell 2000 gekauft, auf Empfehlung hin. Und ich weiß, dass der teilweise nicht gemocht wird, weil da irgendein Stoff drin ist, der nicht so gut ist. Ich benutze den als Unterlag immer wieder mal. Ich mache auch mal Pausen. Ich finde aber, dass die Nägel dadurch schneller und stärker nachwachsen. Sonst hatte ich immer eben den von Essie. Den kaufe ich mir auch. Den habe ich immer als Wechselprodukt da. Also ich habe eigentlich immer einen Unterlag drunter. Und den fand ich jetzt einfach im Jahr 2015 sehr, sehr gut. Und der ist jetzt schon zur Hälfte, über die Hälfte leer. Und deswegen musste ich ihn euch zeigen. Ist eine super Sache. Ihr kriegt ja dann auch nochmal, ihr könnt ja dann nochmal diese Kur machen, die nur 2 Wochen lang geht. Und danach könnt ihr den wieder absetzen, wenn ihr gestresste Nägel habt. Und ja. Dann ein Produkt von Trend It Up, den Active Cuticle Remover. Den benutze ich auch auf Arbeit mittlerweile, weil ich ihn wirklich sehr, sehr gut finde. Man bekommt leicht die Nagelhaut ab, ohne eben zu schneiden oder stark zu rubbeln auf dem Nagel. Um dann die gestresste Nagelhaut auch wieder zu pflegen, fand ich den Birds and Bees Cuticle Cream Dings hier sehr, sehr gut. Es kommt so in einer relativ harten Masse an und zwar ist es eigentlich so ein bisschen wie Kokosöl, was hart ist, nur dass es sehr zitronig-limettig riecht und sehr, 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 sehr schön auf der Haut sich anfühlt. So, um mit meinen Gesichtspflegeprodukten weiterzumachen, möchte ich euch heute mein Gesichtswasser vorstellen. Und zwar ist das von Balea pflegendes Gesichtswasser mit Mandelblütenextrakt für sensible Haut. Das habe ich mir schon mehrere Male nachgekauft. Das benutze ich eigentlich jedes Mal nach dem Abschminken und finde es wirklich sehr, sehr gut. Es hat keinen intensiven Duft oder so, was ich sehr, sehr positiv finde, weil überall, wo Duft drin ist im Gesicht, bin ich so ein bisschen empfindlich, möchte ich nicht so gerne haben, weil es bedeutet immer, dass irgendwelche Duftextrakte oder Zusatzstoffe drin sind, die der Haut eigentlich eher noch ein bisschen was entziehen, als ihm wirklich was zurückzugeben. Dann auch ebenfalls von Balea das Reinigungsmousse, seifenfrei, finde ich auch total gut, habe ich auch schon 2-3 Mal nachgekauft. Ich mag allerdings die Ölvariante mehr, diese goldene Verpackung davon. Die gab es aber jetzt eine ganze Zeit lang nicht bei mir im DM und ich habe die jetzt aber gestern wieder entdeckt und habe gesagt, okay, ich mache die jetzt leer und dann kommt die neue, also die andere Reihe wieder ran, die mit dem Öl drin und kann ich aber dennoch weiterhin empfehlen, finde ich wirklich gut und für sensible Haut einfach ein Must-Have, so ein Produkt zu benutzen statt sehr, sehr stark aggressive. Und weiterhin im Gesichtspflegebereich mag ich die Caudalie Instant Detox Maske, die ist orange, wenn man die drauf macht, also es sieht so ein bisschen aus, als ob man so eine falsche Foundation sich gegriffen hat, die sehr, sehr, sehr orangestichig ist. Benutze ich sehr, sehr gerne. Einmal die Woche mache ich mir daraus eine Maske und gebe das drauf. Ich habe drunter noch ein Gesichtsöl, was jetzt aber allerdings leer ist, deswegen kann ich es euch jetzt nicht zeigen. Auch von Caudalie, das reinigt sozusagen die Haut und das hier auch nochmal, das sind alle Schadstoffe aus der Haut raus, sodass eben keine Ölrückstände auf der Haut bleiben oder Make-up-Reste, all so eine Sachen. Also es holt all die Schadstoffe, die man so in der Woche sammelt, einmal komplett raus. Und ich finde es wirklich sehr, sehr gut. Also einer meiner liebsten Produkte von Caudalie, gepaart mit meiner Gesichtscreme von Caudalie. Das ist die Venusaurce Richet-Reihe. Oh Gott, ich sag's euch mit dem Namen. Ich hab's. Das ist eine neue Packung, die habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen, weil die Pflegerei nicht ganz so günstig ist wie ein Drogerieprodukt, aber wirklich definitiv zu empfehlen. Das ist jetzt meine Tagescreme, davon gibt es noch mehrere andere Produkte aus der Reihe, die wirklich sehr, sehr gut sind und ich kann sie euch nur empfehlen. So, meine letzten 2 Produkte, die sind eher körperbedingt und zwar einmal meine Handcreme, auch ebenfalls von Caudalie. Die war in dem Geschenkpaket zusammen drin, also so. Ich habe da noch eine kleine Version von, die steht im Badezimmer und die steht neben meinem Bett. Und damit creme ich mir abends immer ordentlich die Hände ein, lasse es über Nacht einziehen. Manchmal mache ich mir noch einen Handschuh drüber. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Man hat auch das Gefühl, dass es schnell einzieht, ohne eben einen Fettfilm zu hinterlassen. Trotzdem hat man ein pflegendes Gefühl. Und kann ich euch auch nur ans Herz legen, die Reihe mal auszuprobieren. Gerade wenn ihr sagt, okay, ihr habt sehr beanspruchte Haut an den Händen, schaut sie euch definitiv mal an. Es gibt auch kleine Proben, also könnt ihr auch einfach mal die kleine Version davon kaufen. Um zu den Proben zurückzukommen, habe ich hier eine Probe von dem Caudalie, die Weinöl für den Körper. Und das ist ein Produkt, was so mein heiliger Gral geworden ist. Ich finde das wirklich sehr, sehr gut. Also diese 2 Produkte sind, wow, also wirklich ganz krass. Ich bin kein Eincremer, Einöler am Körper. Ich mag das Gefühl nicht von Haut auf Haut gereibe, so, also so das Gefühl. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
Ich finde das überhaupt nicht schön, ich mag das nicht. Aber das ist ein Produkt, was sich schön verteilen lässt, was man eben nicht einmassieren muss richtig, sondern was einfach auf der Haut ist, schön einzieht. Man hat auch am nächsten Tag noch ein super schönes Gefühl. Also ich creme mich halt meistens abends ein und das ist so, so schön. Das Produkt, es riecht gut, sehr ergiebig. Also wenn man da die große Flasche kauft, hält das auch wirklich sehr, sehr lange. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, gerade noch die Probe. Ich wollte es euch kurz zeigen, weil die große Packung schon leer ist. Und wird definitiv nachgekauft, aber das konnte ich euch jetzt wenigstens als Probe zeigen. Dann zu allerletzt zu den Haaren. Und hier habe ich mehrere Produkte gerne gemocht im Jahr, aber da zeige ich euch jetzt eigentlich kein Shampoo richtig, also kein All-Time-Favorite-Shampoo, sondern eben Sachen, die ich entdeckt habe, die ich wirklich gut fand. Und jetzt zu meinem allerletzten Produkt, was ich... Das ist so mein heiliger Gral, was die Haare wiederum angeht. Und zwar ist es Olaplex. Und ich habe die Nummer 3 jetzt zu Hause, die habe ich mir beim Friseur mitgenommen. Ich habe ja die Olaplex-Behandlung machen lassen, auch das Video unten in der Infobox, beziehungsweise die Videos. Denn in dem einen Video zeige ich euch, wie meine Haare verändert wurden zu der Farbe, wie sie jetzt sind und wie Olaplex angewendet wurde. Und im zweiten Teil zeige ich euch oder sage ich euch in Verbindung mit dem Friseur, was ist Olaplex überhaupt. Und hierzu habe ich dann das Produkt, wie gesagt, mit nach Hause genommen und habe auch weiter gepflegt. Ich benutze das so circa einmal die Woche. Und es sind so, ja, es ist jetzt bis hierhin leer und ich habe mir das 2 oder 3 Wochen vor Weihnachten, habe ich mir die Olaplex-Behandlung machen lassen und so viel ist jetzt leer seitdem. Ich finde es ein mega gutes Produkt, meine Haare haben sich noch nie so gut angefühlt wie jetzt und ich werde mir das definitiv immer wieder neu machen lassen. An meine Haare kommt nur noch Olaplex, also wenn Farbe dran kommt, dann immer nur mit Olaplex. Ich bin so glücklich, das entdeckt zu haben. Euch mitnehmen zu können, euch das zu zeigen, dass es wirklich so gut ist. Also das ist wirklich ein Produkt, was funktioniert und was sein Geld definitiv wert ist. Also ich kann es euch nur ans Herz legen, probiert es aus. Ihr könnt auch nur die Olaplex-Behandlung euch machen lassen. Und ihr müsst ja nicht mit Farbe arbeiten, wenn ihr das nicht möchtet. Also ihr könnt auch nur allein das Treatment machen lassen. Ja, also ich kann es euch, wie gesagt, nur ans Herz legen. Ihr müsst es unbedingt mal ausprobieren. Und ja, damit war es sozusagen mein Jahresfavoritenvideo unter erschwerten Bedingungen, denn die Kamera ist mehrmals ausgegangen. Keine Ahnung, was da los ist, aber sie hat mich heute geärgert. Ja, ich wollte euch auf jeden Fall alles erstmal abdrehen. Ihr könnt unten in der Infobox, verlinke ich euch auch noch mein Food Haul Favoritenvideo aus dem Jahre 2015, was ich gerne bei Weight Watchers benutzt habe oder immer noch benutze nach wie vor. Und das war jetzt mein Lifestyle- und Kosmetik-Video dazu. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben oder mir euer Feedback in den Kommentaren hinterlassen. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann verpassen wir nämlich kein Video mehr gemeinsam zusammen. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Ich werde jetzt gleich mein Kind abholen gehen. Es ist schweinekalt hier in Berlin, aber so ist das nun mal. Deswegen sitze ich hier auch mit einem dicken Schal. Und jetzt bis zum nächsten Mal. Tschüss.